Ralf, Nachhaltigkeit ist ein Wort, das jetzt alle immer benutzen. Das klingt auch toll. In dem Fall, wenn es um Technologien geht, wo ist denn besonders nachhaltig gearbeitet worden? Wo ist das, Mensch, im letzten Jahr, in den letzten 5 Jahren, da ist was vorangekommen, das man vorher nicht für möglich gehalten hat? Also, ich finde es interessant, ja. Manchmal brauchen wir Menschen ja einen großen Hammer, der uns auf den Kopf schlägt oder vor den Kopf schlägt, damit wir ein bisschen wach werden, ja. Fukushima hat ja viele Leute wachgerüttelt. Auch für mich manchmal nochmal das Bewusstsein, eigentlich mehr auf Solarzellen zum Beispiel zu achten, ja. Und ich war jetzt in irgendeinem Flugzeug und habe in bayerischen Dörfern in der Nähe des Flughafens wahnsinnig viele Solarzellen gesehen. Das fand ich eine Sensation, ja. All diese kleinen Bauernhöfe, ja, die auf den Scheunen obendrauf schon bestimmt seit mehreren Monaten, also schon bevor Fukushima überhaupt passiert ist, wo wir überhaupt wussten, was das heißt, einfach Solarzellen auf dem Dach gehabt, ja. Und das finde ich toll, ja. Ich glaube, ein Freund von mir, der ist ein bisschen an der Börse aktiv, eher weniger erfolgreich, aber der hat zum Beispiel in ein Projekt mit Wasserkraft investiert, weil er daran glaubt, ja. Es birgt allerdings auch eine leichte Gefahr, dass manchmal die Naturressourcen auch ein bisschen dazu genutzt werden, um an der Börse zu spekulieren, ja, was ich nicht so gut finde. Aber es verändert auf jeden Fall das Bewusstsein der Menschen und auch der großen Firmen, was gut ist. Auch wenn es bei denen nur um ein Portfolio geht. Wenn du einen grünen Wunsch hättest, vielleicht auch einen, den man technisch vielleicht gar nicht hinkriegt, in dem Bereich Handys, Transport, du bist auch viel unterwegs mit Flugzeugen. Was könntest du dir vorstellen oder was würdest du dir wünschen, was mal erfunden werden muss? Und das vielleicht sogar relativ schnell. Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber früher, als wir noch jung gewesen sind, da gab's ja immer Beamen, ja, bei Raumschiff Enterprise. Und ich weiß allerdings nicht, ob Beamen aus sich selbst heraus mit der eigenen Energieeffizienz ging oder ob man dafür auch eine übergeordnete, hochaufwendige Energie brauchte, um das überhaupt bewerkstelligen zu können. Aber Beamen fände ich hervorragend. Präsentation. Weil dann könnte ich jetzt zum Beispiel direkt nach dem Award, könnte ich dann mich heimbeamen lassen, um in einem eigenen Bettchen zu schlafen. Das ist doch mal eine Idee. Das könntest du ja möglicherweise gleich als Monolog nur auf der Bühne halten. Okay, mache ich, ja. Vielen Dank. Bis gleich.